Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute gibt's Paximadi, kritischer Gerstenzwieback. Ich war in den Sommerferien in Kreta, da gab es immer diese Paximadi, diese kritischen Zwieback. War super lecker zum Salat, griechischen Salat, Glas Wein oder was auch immer. Dachte ich mir, muss ich unbedingt nachbacken. War ein bisschen schwierig, habe kein Rezept gefunden, habe es einfach ein bisschen ausgetüftelt und ich komme jetzt in die Nähe. Es ist nicht so wie in Kreta, das ist unmöglich, schon nur vom Ambiente, aber es kommt dem Ganzen ziemlich nahe. Das Ganze ist auf Gerste aufgebaut. Gerstenkörner habe ich mir besorgt, die mahle ich mir jetzt. Und dann habe ich in Kreta zwei verschiedene Varianten gegessen. Einmal mit Roggen und einmal mit Weizen unterlegt. Ich mache heute eine Mischung, Weizen und Roggen gemischt und natürlich die Gerste. Aber als erstes mal die Gerstenkörner mahlen. Davon brauche ich 200 Gramm. Dann gebe ich 50 Gramm Roggenmehl dazu, 50 Gramm Weizen Vollkornmehl, 8 Gramm Frischhefe, 5 Gramm Salz, 30 Gramm kritisches Olivenöl darf natürlich nicht fehlen. Und dann das Paximadi war leicht süßlich. Da gebe ich 30 Gramm Zuckerrübensirup dazu. Und das hatte zusätzlich noch so eine leicht dunkle Farbe. Da hilft der Zuckerrübensirup und 2 Gramm geröstetes Malzmehl. Malz ist auch die Grundbasis Gerste. Darum schließe ich mal darauf, dass das auch drin war. Das mische ich hier alles einmal grob durch und dann kommt natürlich noch die Flüssigkeit, aber ich mische den Teig nur von Hand, damit die Hefe schon ein bisschen vermengt wird, reibe ich das Ganze so ein bisschen durch. Und zum Schluss 210 Gramm warmes Wasser reingeben und jetzt alles zu einem Teig kneten. Das ist wirklich nur so ein Manchen. Denn da bringst du keine Glutenstruktur hin, kein Fenstertest, nichts. Gerste ist glutenfrei, das bindet dir nicht so zusammen, der Teig wird nicht plastisch, also wirklich nur so ein Durchkneten. Wichtig ist, dass Hefe und Salz gut vermischt ist. Wenn du das nicht mit den Händen machen willst, dann geht es natürlich auch mit einem Teigrührer. Und so ist die Farbe wunderbar. Tipptopp. Der ist jetzt am Anfang noch sehr weich und klebrig. Den stellen wir jetzt zur Gare für 2 Stunden und der zieht dann noch ein bisschen nach. Kurz runterwischen, zudecken und 2 Stunden stehen lassen. Paximadi-Teig ist ready, 2 Stunden später. Und bei der Herstellung, beim Entwickeln, ist mir eben aufgefallen, die sind so getoastet und in Scheiben geschnitten. Da dachte ich mir, ich mache hier genau das gleiche wie bei den Cantuccinis. Ich nehme den Teig, halbiere den, rolle den schön in die Länge. Überschüssige Mehl weg. Siehst, der hat jetzt schön gebunden, hier kann ich es noch ein bisschen zurechtdrücken, lege die Rolle auf dem Backblech, nicht allzu dünn machen. So hinlegen und noch einmal hier
ganz leicht mit Olivenöl darüber pinseln. Und nochmal 40 bis 50 Minuten aufgehen lassen. Baximati sind ready. Die haben jetzt hier leichte Risse gebildet. Genau, das ist ein Zeichen, ab in den Ofen damit. Ofen ist auf 210 Grad vorgeheizt. Reinschieben, etwas Dampf entstehen lassen und bei 210 Grad für 15 bis 20 Minuten backen. Nach 20 Minuten bei mir sind die Baximati gebacken. Die Stangen schiebe ich mir ab und lasse die auskühlen. Nach dem Auskühlen werden die geschnitten, so wie ein Zwieback oder ein Einback, und dann noch etwas geröstet, getoastet. Ziemlich aufwendiges Brot natürlich, aber es bleibt ihr dann sehr, sehr lange frisch, so wie der Zwieback auch. Und wir haben jetzt hier eine schöne Kruste, aber innen ist es noch sehr weich und das will man natürlich ein bisschen durchtrocknen. So circa einen Zentimeter dick schneiden. Dann das Ganze auf die Schnittfläche legen und auf einem Backblech verteilen. Ofen auf 160 Grad vorheizen und die werden jetzt noch gut eine Stunde drin getrocknet. Ist ein kompaktes Brot, wir haben ja hier auch viel Vollkornanteil, sei es von der Gerste oder vom Vollkornmehl. Ab in den Ofen damit für etwa eine Stunde. Baximatis kommen zum Ofen raus, sind schön getrocknet. Und hier die Schwierigkeit, tatsächlich das Trocknen. Denn man will sie nicht hart haben wie Stein, aber auch nicht innen matschig und weich. Ich habe es getestet in verschiedenen Öfen, sprich einmal bei mir zu Hause noch in einem ganz anderen Ofen, als ich hier habe. Dort war es eine halbe Stunde und bei mir ist es eine 50 Minuten bis eine Stunde. Also es kann extrem variieren. Man will denen noch ein bisschen Farbe geben, damit sie so dunkel, ein bisschen Mokka-mäßig aussehen, richtig schön, aber innen nicht so knusprig kross, dass man jemanden damit erschlagen kann. Also es sollte eigentlich klar sein, wie machst du das? Beiß einfach mal nach einer halben Stunde rein. Die kannst du wirklich fast zum Ofen raus einmal reinbeißen. Das funktioniert, das werde ich jetzt dann auch gleich machen. Und so bist du immer auf der sicheren Seite. Ist es zu weich, ist es zu fest? Es sollte außen knusprig sein und bis innen ganz, ganz leicht knusprig, aber dass du noch schön reinbeißen kannst. Wenn du es 90 Minuten trocknest, dann ist es einfach so, dass das steinhart ist. Hier Test, man bricht es schön auseinander, innen ist es trocken und ich kann es wirklich schön knusprig. Aber ich kann es noch gut abbeißen, das ist natürlich sehr wichtig, sonst ist es nicht genussbereit, wenn du da in Steine reinbeißt. Wie Zwieback, ewig lang haltbar, perfekt zu Vorspeisen, Salat oder Tzatziki natürlich in Griechenland. Da kannst du selber entscheiden. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Ferienrezept von mir, schreib mir einen Kommentar dazu. Willst du mehr solche Rezepte sehen aus anderen Ländern? Sag Bescheid, schreib mir einen Kommentar. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Glocke aktivieren. Rezept auf meinem Blog. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.